für so Popcorn? Wäre das Gericht an sich unerwartet? Also als erstes kommt mir da natürlich, das ist eigentlich mein Lieblingsgericht, das ist aber auch ein Signature-Dings, kommt mir Popcorn mit Wienerlin sind. Das ist nämlich sehr geil. Meine andere Idee ist einfach, ein Dessert zu machen. Das wäre auch unerwartet. So. Ich muss ja etwas Unerwartetes kochen. Wir sind gespannt. Pülferli. Milch. Ja, dann kann man die hier so rein tun. Die macht quasi die Basis. Dann braucht man hier Butter. Da darf man nicht sparen. Gut rühren. Ich spüre es. Popcorn. Halt. Das ist fast noch vergessen. Das ist so eine, wie ihr keinen Deckel habt. Obacht! Jetzt wird kochen. Bleibt man eigentlich so, ganz am Anfang darf man zwischen dir noch schnell schauen. Nachher ist heikel. Oha! Noch einen solchen. Ah! Entschuldigung. Oh, oh! Das ist jetzt der Moment, wo man das Menü muss schaffen lassen. Ah! Der Pimmel! Jetzt kann man abstellen. An dieser Stelle. Grüezi wohl. Das ist das unerwartete Menü. Das ist unerwartet, weil wir fangen hier mit dem Dessert an. Das ist neu. Das ist der Fegend. Oder das ist ein teures Vanille. Bin ich gegönnt gestern in Guatemala. Unerwartet, oder? Ich war nämlich gar nicht hier gestern. Ja. Und Popcorn ist frisch poppt. Richtig geil. So muss man. Also, wir haben hier jetzt das Menü vom Tag, das Überraschungsmenü, ein unerwartetes Menü. Es ist sogenanntes Wienerli mit Popcorn. Sieht auch ein bisschen so aus, ja. Mhm. Es ist in Hasenform, aber es ist ein schweiniges Wienerli. Okay. So richtig geiles Popcorn. Ich empfehle es, alles auf einisch. Am besten jetzt. Also, probier's. Also, bin gespannt, ob ich das alles hinbringe. Ja, ja. Popcorn. Auch noch ein bisschen, wie die Asiaten, sind ja immer noch Zucker drin, viel beim Salzigen. Das ist einfach der Zoberst, um so am Anfang so, und dann geht es weiter ins Salzige und am Schluss noch so ein bisschen das Wienerli und natürlich viel Butter. So ist ja das beste, sogar das grüssigste Gemüse ist dann gut. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist ein Erlebnis. Sehr unerwartet. Es ist sehr vanillig. Die Reise auf Guatemala hat sich gelohnt. Und poppt. Und poppt. Was willst du mehr? Weiss auch nicht. Eben. Danke vielmals. Danke auch. Kann ich das mitnehmen? Kannst du mitnehmen? Danke vielmals. Sehr gerne. Schön hier.